Als Bildungs- und Sozialdezernent freue ich mich, Ihnen heute den Wiesbadener Bericht zur Bildungsteilhabe in Wiesbaden präsentieren zu können. Kommunale Bildungsberichterstattung und Bildungsmanagement werden als erfolgsversprechende Instrumente betrachtet, um die vielfältige Bildungslandschaft vor Ort abzubilden und ihre Einzelstrukturen stärker miteinander zu verzahnen. Diesem Ziel hat sich die Landeshauptstadt Wiesbaden gerne verpflichtet. Sie arbeitet seit dem Jahr 2016 in Form von BIW, Bildung integriert Wiesbaden, abends und bereichsübergreifend daran, die verschiedenen Akteure der Wiesbadener Bildungslandschaft besser miteinander zu vernetzen und sukzessive auch die Bildungsberichterstattung weiter voranzubringen. Unterstützt wurden wir hierbei durch die finanzielle Förderungen des Programms Bildung integriert, das das Bundesbildungsministerium mit Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds aufgelegt hat. An dieser Stelle möchten wir uns für die über sich 5 Jahre erstreckende Förderung ganz herzlich bedanken. Der vorliegende Bildungsbericht nimmt für Wiesbaden erstmals die gesamte Spanne des Lebens in all seinen Bildungsphasen in den Fokus. Das lebenslange Lernen wird in all seinen Etappen in unserem Bildungsbericht immer unter dem Fokus betrachtet, inwieweit Menschen, die eher als benachteiligt betrachtet werden können, in adäquater Weise an Bildung teilhaben können. Diesen in der Bildungsberichterstattung vielleicht nicht selbstverständlichen Fokus haben wir gewählt, weil wir als Kommune betrachten können, wie fehlende Bildungszertifikate, aber auch fehlende Kompetenzen den Zugang zum Arbeitsmarkt sowie Teilhabe am sozialen und gesellschaftlichen Leben einschränken. Das Ziel einer selbstständigen Lebensführung, des Zugangs zum Arbeitsmarkt mit einem auskömmlichen Erwerbseinkommen, Teilhabe am sozialen Leben und auch politische Partizipation setzen erfolgreiche Bildungsprozesse voraus. Deren Nichtgelingen ist nicht allein das Problem der betroffenen Menschen, sondern auch ein gesellschaftliches Problem, auch besonders bei uns in den Kommunen. Nun wünsche ich Ihnen bei der Lektüre neue Erkenntnisse und Anregungen sowie uns als Stadtgesellschaft eine breit angelegte Diskussion zur Frage notwendiger gemeinsamer Schritte in der Bildungslandschaft unserer Landeshauptstadt Wiesbaden.